Jetzt ist es soweit. Die Wände der Garage werden auch noch schön gemacht für unseren Skoda Enyaq. Der fleißige Igor kommt wieder, wird entsprechend die Wände verspachteln, verschleifen, ebenso auch die Decke. An den Wänden werden wir verputzen. Das gibt der ganzen Sache noch etwas Stabilität. Und die Decke wird verspachtelt, geschliffen und nur gestrichen. Wir sehen uns dann wieder mit dem Ergebnis vom fleißigen Igor, können es uns gemeinsam ansehen. Wie gesagt, der Igor ist im Raum Waldshut-Lörrach tätig. Die Kontaktdaten seht ihr im Video und sind wir gemeinsam gespannt auf das Ergebnis. Ich habe mir gedacht, ich hole euch jetzt doch etwas früher dazu. Der fleißige Igor war schon fleißig, wie man sehen kann. Ich selber habe die Kabelkanäle soweit weggeschraubt, außer die Wallbox, und der Unterverteiler ist dran geblieben in der Garage. Im ersten Step hat der fleißige Igor alle Fugen, Nähte, alle Löcher soweit verspachtelt, hat überall Gitter und Streifen eingelegt, und als nächstes kommt auf die Wände drauf modularen Putzgrund. Die Decke, die wird einfach nachher grundiert und gestrichen, wie gesagt, aber hier kommt jetzt als nächster Schritt drauf modularen Putzgrund. Ich zeige euch das Ergebnis dann nochmal mit dem modularen Putzgrund. So könnt ihr nämlich nachvollziehen, was wir hier wie getan haben und es dann auch nachmachen. Die Garage für unsere beiden ENIAC ist fertiggestellt. Der fleißige Igor hat doch sehr gute Arbeit gemacht. Ich zoome mal etwas raus. Die Kabelkanäle habe ich schon wieder montiert. Ebenso habe ich die Halter auf das Trenngitter von Trawall, was im ENIAC verbaut ist für unsere Hunde, habe ich an der Wand dran gemacht. Und hier kann man entsprechend schon die Dachbox sehen mit den Haltern. Falls ihr auch eine Dachbox habt, ich verlinke euch diese Halter. Diese ist doch sehr praktisch, da hier die Dachbox entsprechend befestigt werden kann. Ebenso der Wandhalter für das Gerät wie Besen, Hake und so weiter. Der ist auch sehr praktisch. Hier sehen wir nochmal, bevor wir jetzt auf die Arbeit vom Igor eingehen, noch weiter meine Hardware, wo ich eine Garage habe. Einmal habe ich hier einen Netzwerkswitch. Die Kabel werden noch etwas besser verteilt. Ich habe schon kürzere bestellt. Ein WLAN-Router, da zum Beispiel mein Meros-Funk-Torantrieb nur über WLAN funktioniert. Allerdings habe ich die Wallboxen selber über LAN-Kabel verbunden. Darum hier auch der Netzwerkswitch. Ich verlinke euch die gesamten Komponenten, wo ich hier habe, in der Videobeschreibung. Hier ist der Unterverteiler. Dieser ist tatsächlich nur fürs Laden der Fahrzeuge zuständig. Ein eigener FI davor geschalten, Leitungsschutzschalter für die VW-Wallbox, Leitungsschutzschalter für die Mennekes-Wallbox, Leitungsschutzschalter für diese Steckdose, und ich habe noch eine spezielle Ladesteckdose von Legrand, wo ich doch Schnarchladung über diesen Notfallladeziegel durchführen kann. Hier ist meine VW-Wallbox, welche eben verbunden ist, auch über LAN-Kabel. Und hier ist meine Ladesteckdose 230 Volt. Diese ist speziell zum Laden für Fahrzeuge ausgelegt. Hier läuft ein 2,5 Quadratmillimeter Kabel hin. 2,5 Quadratmeter wäre doch etwas viel. Hier habe ich eine einfache, simple Kabelaufhängung gemacht mit einer entsprechenden Aufnahme für den Typ-2-Stecker. Und ich verlinke euch das Ganze auch in der Videobeschreibung. Das Tor ist von Hörmann. Hier oben ist der Torantrieb und wird gesteuert einmal über Fernbedienung. Was ich aber fast ausschließlich nur noch nutze, ist der Meros-Funksender für Garagentorantriebe. Diesen verlinke ich euch auch, der sehr praktisch ist. Aber nun kommen wir dann mal zur Arbeit vom fleißigen Igor. Wie man sehen kann, sind Wände und Decke sehr schön aufbereitet worden. Auch so eben die Fliesen, wo wir ja schon am Anfang gesagt haben, sehen sehr gut aus. Jetzt schauen wir uns mal die Wand an mit dem Putzgrund. Ich hoffe, ich kann es für euch einfangen. So, hier kann man es doch schön sehen. Also wenn ihr eure Wände vorbereitet mit zum Beispiel modularen Putzgrund, gibt es auch von Knauf, und nachher weiß drüber streicht, dann könnt ihr sehen, habt ihr eine leichte Putzstruktur. Zudem ist die Wand etwas stabiler. Auf der Decke selber haben wir einfach nur das Weiß aufgetragen auf die
gespachtelte und geschliffene Decke, aber auch das kann sich sehen lassen. Und noch ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr neu baut oder habt ein Leerrohr, stellt euch einen Druckluftkompressor in den Keller, dann steht er nicht in der Garage rum, und legt euch direkt über das Leerrohr eine Druckluftleitung hier rüber, die wir hier sehen können. Die liegt hier entsprechend mit einer Kupplung. So habt ihr bei Bedarf immer Druckluft am Auto anliegen. So, das soll es gewesen sein. Vom fleißigen Igor, die Kontaktdaten habe ich euch entsprechend verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr Kontakt mit ihm aufnehmen, wenn ihr aus dem Raum Lörrach, Waldshut oder Freiburg seid. Er macht sehr, sehr gute Arbeit. Beim Fliesenbild nicht täuschen lassen. Die Fliesen, die lagen jetzt 9 Jahre bei uns vor der Haustür in der freien Witterung. Da waren wir so gewisse Stellen drin. Aber für uns ist es rein die Garage und wir sind doch sehr zufrieden damit. So, mit dem Ausblenden vom Skoda Enyaq verabschiede ich mich bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst, euer Mario.